Hallo, heute wieder mal ein Video aus dem Maschinenraum. Ich werde unter anderem auch ein Geheimnis verraten, was eigentlich kein Geheimnis ist, nämlich wie ich meine Bilder erstelle und das Ganze EDV-technisch verarbeite, vom Auspacken der Röhren bis zum auf die Webseite stellen. Es gab einige Anfragen zu dem Thema und versuche heute die diversen Fragen zu beantworten. Röhrentechnisch geht es unter anderem um die RGN 4004, die AS 1005 und die RV 335 sowie eine Überraschung. Ich habe diese Röhren schon im letzten Video angekündigt. Ich habe diese von einem anderen Sammler übernommen und heute ist das große Unboxing und Prüfen der Röhren, ob sie funktionieren, weil dann kann ich meine Rechnung bezahlen, also die Rechnung für die Röhren. Und schauen wir mal, was passiert. So, Unboxing-Videos sind nicht wirklich meine Stärke, da gibt es andere Kanäle auf YouTube für, aber schauen wir mal, was drin ist. Sind Styroporflocken, das heißt, ich muss jetzt umdisponieren und einen Mülleimer organisieren, weil die Flocken sind mir zu flockig. Rummel. So, ich habe die obere Schicht abgeschöpft. Jetzt versuche ich mich so durchzuarbeiten. Füllpapier. Flocken, 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 Flocken. Papier. Das hier scheint eine Röhre zu sein. Das Ganze ist gut verpackt, das muss man sagen. Aus.
könnte die RGN 4004 sein. Sie ist es auch. Hier sieht nach der AS 1005 aus. Ne, das ist die RV 335. Das ist die letzte Röhre. Ich hoffe, ich bin in meinem Bild. Mein Ex würde jetzt die Krise bekommen, weil der grundsätzlich Pakete so öffnet, dass man die Verpackungen wieder benutzen kann. Und das ist die 1005. Und wie es aussieht, hat sie den Trip überlebt. So, ich weiß, da muss noch was anderes drin sein.
sucht, der wird finden. Ob es jetzt gut zu sehen ist, die Elektronenröhre, Entwicklung und Geschichte. Das müsste das Buch über die Spinnersammlung hier in München sein. Genau, Highlights aus meiner Sammlung Georg Spinner. Das schauen wir uns gleich mal im Detail an. Ich muss jetzt zuerst hier mal ein bisschen aufräumen. So, zurück im Museumszimmer. Wie gesagt, im Paket enthalten war eine RGN 4004. Diese ist mit Loch, Fragezeichen. Die RGN 4004 kann bis zu 300 mA gleichgerichteten Strom liefern. Eine RV 335, das ist eine indirekt geheizte Leistungsröhre für 70 Watt Anodenverlustleistung Breitband. Zu den Detailfotos kommen wir gleich. Eine RS 1005 von AEG. Dies ist eine Leistungstriode mit einer sehr massiven Graphitanode. Dazu habe ich noch keine wirklichen Daten gefunden. Auch hier gibt es gleich die besseren Bilder, wenn ich die Röhren im Detail vorstelle. Und was jetzt eigentlich am interessantesten ist, wenn wir ein bisschen Platz machen, ist das Buch Die Elektronenröhre, Entwicklung und Geschichte von Dr. Georg Spinner. Wie gesagt, die Sammlung hier in München ist nach Vereinbarung öffentlich zugänglich. Allerdings mir fehlt das Vitamin B, um eine Einladung zu bekommen. Also ich kenne die Sammlung noch nicht. Das ist Dr. Spinner. Aus Copyright-Gründen kann ich jetzt natürlich nicht das ganze Buch vorstellen, beziehungsweise als PDF bereitstellen. Ein bisschen über die Geschichte der Röhre, also die Entwicklung. Die ersten Galvanisierungsexperimente. Natürlich auch der erste Transistor. Und die Liebenröhre. Wenn auch das Bild ein bisschen ungünstig ist.
die Limröhre im Vergleich zu den ersten Messerkontaktdioden von AEG und Siemens. Das Buch ist ganz interessant, aber wie gesagt, ich kann es leider nicht im Detail zeigen. Zum Beispiel Nulloden, also Sperröhren. Bis hin zu den dicken Dingern alias Senderöhren. Wobei ich davon auch ein bisschen was bieten kann, wenn nicht so viel und nicht so groß, aber ist schon einiges vorhanden, was irgendwann mal vorgestellt wird. So, da wir gerade von Vorstellen reden, machen wir weiter mit dem Fotografieren der Röhren. Was ist jetzt das Geheimnis des perfekten Röhrenbildes? Es ist relativ einfach erklärt. Man braucht einen einigermaßen farblich gleichmäßigen Hintergrund, zum Beispiel weiß oder hellgrau. Ich habe ein A3-Blatt einlaminiert. Der dunkle Punkt meiner Computersammlung ist die Stütze. Das ist der Originalcomputer des sogenannten besten Programmierers der Welt. So nennt man sich selbst oder hat sich so selbst benannt. Der Rechner ist voll funktionsfähig und eine Marke, die man nicht ausspricht. Die Kinder der 80er und 90er Jahre wissen, was ich meine. Es gab einen Systemkrieg und entweder man war auf Seite A oder auf Seite A. Ich war auf Seite A. Und man braucht natürlich einige Fassungen, um die Röhren stabil zu halten, während man sie fotografiert. Und ganz wichtig, es werde Licht. Es sollte eine einfarbige Lichtfarbe sein, am besten Tageslichtweiß mit 6500 Kelvin und kein Mischlicht mit verschiedenen Lichtfarben, das sieht schrecklich aus. Und das ist eigentlich alles, was man beachten muss. Dann wird die Röhre einigermaßen drapiert und dann kann die Röhre von allen relevanten Seiten fotografiert werden. Was man natürlich nicht wegbekommt oder was man wissen muss, man fotografiert Spiegel. In der Anfangszeit habe ich versucht, die Reflexionen zu verhindern mit allen möglichen Verrenkungen. Das hat nichts gebracht und ich habe mich jetzt damit abgefunden, es gibt Reflexionen und das Beste ist, wenn man, um Reflexionen zu vermeiden, die Röhre, wie gesagt, hinter sich hält oder vor sich hält, dass das Licht hinter einem ist und so kriegt man noch in Umständen noch vernünftige Fotos ohne Reflexionen, um die Röhre richtig zu drehen. Das braucht ein bisschen Übung, macht aber dann in der Regel vernünftige Bilder. Ich kann jetzt mit einer Hand den Fokus nicht nachführen, deshalb stelle ich auch immer Standbilder vor, weil das wesentlich einfacher dann zu präsentieren ist als halt wie gesagt ein Video, wo man mit drei Händen Fokus nachführen muss und die Reflexion. Ich mache jetzt die Bilder der drei Röhren und dann sehen wir uns wieder am Rechner, wenn die Bilder bearbeitet werden. So, die Fotos sind erstellt und auf den Rechner übertragen und jetzt beginnt eine leicht religiöse Frage, nämlich in welchem Bildformat werden die Bilder gespeichert bzw. weiterverarbeitet. Hier gibt es verschiedene Präferenzen.
Ich persönlich bevorzuge es, die Bilder auch in Zukunft verlustfrei weiter zu bearbeiten und deshalb konvertiere ich alle Dateien ins PNG-Format. Dazu gibt es ein kleines Skript, das die Bilder automatisch konvertiert. Das braucht ein paar Minuten, bis es durchgelaufen ist und in der Zeit können wir die Röhren selbst in die Datenbank eintragen. Nämlich wir haben jetzt drei neue Röhrentypen, nämlich unter anderem die RGN 4004. Es ist eine Röhre im Europaformat, also im Europasockel, nämlich vierpolig. Die Röhre ist direkt geheizt mit einer Heizspannung von 4 Volt und einem Heizstrom von 4 Ampere. Wieso weiß ich das? Weil ich ein Datenblatt habe. Jetzt nicht das Datenblatt, das ist die Prüfkarte von Neuberger. Mit Brille wäre das nicht passiert, wie immer. Nehmen wir mal das hier so lang. Dachte, ich hätte eins. Dann war es doch die Prüfkarte, die ich als Datenblatt habe. Und wie gesagt, laut Prüfkarte, also habe ich eine Heizspannung von 4 Volt. So, wie schon gesagt, mit Brille wäre das nicht passiert. Die Daten habe ich aus der Röhrentaschentabelle. Wie gesagt, die RGN 4004 hat, wie gesagt, einen vierpoligen Europasockel, 4 Volt Heizspannung und 4 Ampere Heizstrom bei maximal 300 mA gleichgerichteten Strom bei 350 Volt Anodenspannung. Das Ganze tragen wir jetzt entsprechend ein. Als Sockel Sockelschaltung nehmen wir die. Das sieht gut aus. So, wir haben als nächste Röhre die RV 235. Für diese habe ich ein Datenblatt. Und das ist wie gesagt eine Leistungsverstärkerröhre für den Breitbandbereich. Die Röhre hat einen Bajonettsockel. Diesen kopieren wir jetzt mal direkt raus für die Sockelbeschaltung. Und tragen wir die Röhre ein. Wir haben, wie gesagt, es ist ein Bajonettsockel. Zwar ein, ja, müsste fünfpolig sein. Die Heizung ist indirekt.
Die Halbspannung ist 12,6 Volt bei 1,2 Ampere. So, die Sockelschaltung haben wir gerade rauskopiert. Das ist eine RV235. Und ich kopiere mal, es ist ein Telefunkendatenblatt. RV235. Damit wird die Röhre angelegt und als Schluss haben wir noch die AS1005. Die Röhre ist ein Fragezeichen, weil ich finde dazu überhaupt keine Daten. Die Röhre hat einen Telefunkensockel, dreipolig mit drei Stiften. Ist direkt geheizt und als Heizspannung kenne ich nur den Wert, der auf dem Kolben drauf gedruckt ist. Das sind 10 Volt. Heizstrom ist unbekannt. Sockelschaltung ist auch unbekannt. Das heißt nicht unbekannt, weil es ist gut zu erraten, weil es sind nur drei Stück, nämlich zweimal die Heizung und einmal das Steuergitter. So, jetzt sind die Röhren als Typ angelegt. Es fehlt aber noch eine Kleinigkeit, nämlich die Bilder und natürlich das System. Bei der RGN 4004 ist es relativ einfach. Es ist eine Gleichrichterröhre, Zweiweg-Hochvakuum. Die Kathode ist auf Stift 1. Anode 1 ist Stift 2, Anode 2 ist Stift 4. Und die Heizung sind Stifte 1 und 3. Also die typische Beschaltung für eine Gleichrichterröhre im Europasockel. Wir haben auch einige Vergleichstypen. Die kennt die Datenbank schon, weil ich sie irgendwann mal eingegeben habe, aber es fehlt einer, nämlich die G4004. Datenblatt habe ich leider, wie gesagt, keins. Als nächstes muss natürlich nicht nur der Röhrentyp angegeben werden, sondern auch die Röhre selbst. Weil es gibt ja jetzt ein Inventar und die bekommt jetzt die Inventarnummer 8505. So, Lager muss ich mir noch ausdenken. Gibt es Bemerkungen zur Röhre? Keine. Hat sie Hoheitszeichen? Ja. Es ist eine Wehrmachtsröhre. Mit der Bauaufsicht Luftwaffe 715. Getestet kommt noch. Habe ich einen
Das sind die Telefunken-Produktionscodes. Kennnummer hat sie auch. Das ist die 6836. Verpackung ist eine neutrale Verpackung. Und der Hersteller ist Telefunken. So, zum Schluss brauchen wir noch die Bilder. Aber jetzt muss ich erstmal die Röhren selbst registrieren. Machen wir weiter mit der RV235. Da ist dasselbe Spiel. Die hat keine Hoheitszeichen, getestet kommt noch. Die hat aber eine Seriennummer. Produziert in der fünften Woche 1944. So, Verpackung ist auch neutral. Und Produzent ist auch Telefunken. Und zum Schluss noch die AS 1005. Da kann ich jetzt sehr wenig eintragen. Das Einzige, was ich habe, ist die Seriennummer. Ja, das sind alle Daten, die ich für die Röhre habe. Die Funktion ist unbekannt. Hersteller ist AEG. Und Verpackung ist auch neutral. Plump. So, dann ist jetzt der nächste Schritt das Aufbauen der Bilder. Das Skript ist inzwischen durchgelaufen, hoffe ich jedenfalls. Die Bilder sind konvertiert. Das ist jetzt noch die Auswahl, so wie es in der Kamera war. Das heißt, ich muss jetzt ein bisschen selektieren und dann die Bilder bearbeiten. Also sprich die Farbe ein bisschen korrigieren und den Ausschnitt eventuell noch ein bisschen verkleinern. Ich habe ein Nummerierungssystem. Ich brauche zum einen die Inventarnummer. Das ist 8505. Das ist die Röhre RGN 4004, Registriernummer 8505. Und das ist ein Bild in Betrieb. Ich mache jetzt erstmal hier eine
kurze Zusammenfassung darüber, ohne jetzt auf die Qualität der Bilder zu gucken, dass ich erstmal alle Bilder von einem Röhrentyp zusammen habe. Ja, ich weiß, ich habe es doppelt vergeben. Wir brauchen, na, das ist Blödsinn. 5. Und das ist jetzt ein reguläres Bild. Und das sollte es gewesen sein. Nee, aber noch einen. Und das ist bereits die nächste. Das heißt, es sind jetzt alle Bilder von der RGN 4004. Sehen soweit vernünftig aus. Jetzt mal noch kein Kommentar zur Qualität, also zum Ausschnitt, das wird noch geändert. Auch unnötige Teile des Bildes werden noch abgeschnitten. Die Bilder im Betrieb ist zum Beispiel das hier ein bisschen doof. Das sind die zwei besser. Ja. Und die zwei, das heißt, können wir jetzt hier die Nummer bisschen noch mal runter machen. So. Die Röhrenbilder im Betrieb. Also mein CMS-System hat bereits die nötigen Verzeichnisse automatisch angelegt. Das heißt, ich muss jetzt hier die Bilder nur reinfallen lassen. Die Bilder, wie gesagt, für den Betrieb werde ich nicht weiter bearbeiten, weil da macht die Farbkorrektur keinen Sinn. Das heißt, sie gehen so, wie sie sind, in die Datenbank und die anderen 14 Bilder. Die werden jetzt noch nachbearbeitet. Ich versuche immer, das kann man eigentlich so lassen. Ja, ich habe nichts markiert, ich weiß. Ich habe nichts markiert, Nerv. Ein bisschen Farbkorrektur. Der Auto-Modus hat meistens gute Erfolge. Ich korrigiere meistens noch die Bildhelligkeit ein bisschen nach. Der Rest eigentlich nur bei Bedarf. Das kann vorkommen, wenn Röhren sehr stark gegettert sind, dass man ein bisschen die Tiefe noch ein bisschen erhöhen muss, also nachträglich verstärken muss. Ansonsten ist eigentlich der Auto-Modus relativ gut. Und macht gute Qualität. Das Ganze macht man jetzt für alle Bilder. Ja, hier zum Beispiel wäre jetzt der Klassiker, dass man die Umgebung ein bisschen rausnimmt.
um dann nur die Röhre zu haben. Auch hier noch mal ein bisschen Helligkeit ein bisschen nachnehmen. Hier ist auch, wie gesagt, mein Hintergrund ein bisschen uninteressant. Das kann man so nehmen, wie es ist. Die mein dicken Daumen ist, glaube ich, eher uninteressant. Bisschen die Ehrlichkeit korrigieren. Das ist das besagte Loch in der Röhre. Wer das gebohrt hat, keine Ahnung. Sinn, keine Ahnung. Und das ist die Wehrmachtstempel. Draußen fährt die Tram vorbei. Haben wir schon. Jo, damit wäre die RGN 4004 abgefrühstückt. Und das Ganze mache ich jetzt auch noch für die anderen beiden Röhrentypen. Nämlich zum einen für die RV 335 und die AS 1005. So, die Grafiken sind jetzt alle umbenannt und bearbeitet. Ich habe das Ganze jetzt auf Kamera gemacht, wie es auch so schön heißt. Und jetzt werden noch die einzelnen Dateien entsprechend zu den passenden Röhren einsortiert. Dass man sie dann auch in die Datenbank passend eintragen kann. 2005. So, jetzt sind die Dateien alle dort, wo sie hingehören. Und jetzt könnte man entsprechend jetzt hier auch die Eintragung machen für die Bilder. Für die RGN 1000, 4004 haben wir bereits das System angelegt.
Die Vergleichsnamen sehe gerade, einer fehlt noch, nämlich VG 36. Datenblatt habe ich leider keins, aber ich habe für die Röhren entsprechend Bilder. Und für den Röhrentyp ebenfalls. Da ich nur eine Röhre habe, sind es dieselben. Allerdings, ich nehme als Typenbild jetzt ein Bild im Betrieb. Als Startbild. Und damit wäre die RGN 4004 jetzt fertig. Ich hoffe, es stimmt alles. Was noch später eingetragen wird, wenn ich die Röhre getestet habe und auch dann das Video hochgeladen habe. Die YouTube-ID, die habe ich natürlich erst dann, wenn ich das Video hochlade. Wir brauchen die RV 35. Dann 35. Dazu brauche ich natürlich auch ein System, und zwar was mein Groß, die beiden Einser-Pins sind Heizfaden. Die Kathode, da es eine indirekt geheizte Röhre ist, ist auf Stift 2. Das Steuergitter ist auf Stift 3. Und die Kathode ist auf der Kappe. Entschuldigung, die Anode ist auf der Kappe. Und das ist eine. Eigentlich ist es eine Senderöhre. Es ist eine Breitbandverstärkerröhre, Leistungsverstärkerröhre. Habe ich da was anzubieten? Bei den Röhrentypen ist immer so ein bisschen, es passt dieses, es passt jenes. Kommt aber das Senderöhre-Triode. Natürlich auch gibt es Bilder für den Röhrentyp. Und da ich nur eine habe, ist der Röhrentyp identisch mit dem Stücktyp, also der Inventarnummer. Vielleicht noch ein schöneres Bild fürs Inventar. Dann nehmen wir die Typenbezeichnung. So, was bleibt jetzt noch über? Die AS 1005. Da, wie gesagt, ist es ein ganz großes Fragezeichen. Die Funktion würde ich jetzt auch sagen, es ist eine Senderöhre. Es ist eine Triode, nur wie gesagt, was genau ist unbekannt. Ich finde kein Datenblatt. Insofern lassen wir mal die Systembezeichnung ist wäre ja. Gibt keins. Das K, das Gitter ist G und die Heizung ist K und K.
Wer eine bessere Idee hat oder eventuell über Datenblatt verfügt, kann mir gerne eine Mail schreiben. Meine Mailadresse ist in der Video, in der Kanalbeschreibung. Trotzdem gibt es einige Bilder der Röhre. Und natürlich auch die Inventarbilder. So, damit wären jetzt alle Röhrentypen eingetragen und da fehlt jetzt noch der letzte Punkt, nämlich wie kommt die Datenbank auf die Webseite. Und das macht man CMS automatisch. Dass jetzt verglichen wird, welche Dateien existieren bereits, welche Bilder sind die Timestamps neuer als die vorhandenen. Sind PDFs hinzugekommen und so weiter. Das wird geprüft und was hinzugekommen ist, wird aktualisiert. Und danach wird dann ein Async auf die Webseite gemacht und das Ganze wird dann übertragen. Das ist eigentlich der gesamte Zauber. Zuerst werden die PDFs erstellt. Dann werden die Bilder gelesen und jetzt wird gearbeitet, nämlich die Röhrentypen werden erstellt. Und jetzt wird der Diff gemacht, welche Timestamps sind neuer, welche Grafiken müssen neu erstellt werden. Zuerst kommen, wie gesagt, die Röhrentypen und dann kommen die eigentlichen Inventarnummern. Ich habe aber was vergessen, nämlich für die RV335 gibt es ja noch ein Datenblatt. Das ist aber noch nicht eingetragen. Da ich den Lauf später eh nochmal neu machen muss, um die YouTube-IDs einzutragen, ist es jetzt kein Beinbruch. Aber nur zur Vollständigkeit.
So, die Webseite ist erstellt. Ich brauche für die RV 335 noch das Datenblatt. Mal das so lange. 35 und übernehmen. Das Datenblatt ist dann in der nächsten Variante drin. Und das war eigentlich der gesamte Zauber, wie man von der Datenbank zur Webseite kommt. Das besagte Programm ist über eine größere Zeit in verschiedenen Iterationen entstanden. Auch die Datenbank hat sich mal geändert. Wie es so schön heißt in der IT, es gab Legacy-Code, sagen wir es mal so. Aber inzwischen bin ich zu einer guten Lösung gekommen. Und falls Interesse besteht, kann man vielleicht irgendwann mal ein eigenes Video machen über den internen Aufbau eines solchen Programms. Aber jetzt geht es jetzt erstmal weiter gleich mit im regulären Programm, nämlich der Beschreibung der drei Röhren und den Test auf dem Neuberger. Das wird in der nächsten Nacht geschehen, weil gleich beginnt der Tagesablauf und dann wird es jetzt zu laut. Es ist jetzt ungefähr 5:45 und wie gesagt, es wird zu laut. Und bekanntlich sind nachts alle Bären grau und insofern geht es dann wieder um Mitternacht weiter mit der nächsten Röhre. Also sprich den drei Röhren und den Test auf dem Neuberger. Also bis gleich. So, einen kleinen Einwurf. Es gibt schon mal einen Fehlerteufel. Nämlich ich habe bei dem Typ der AS1005 einen Fehler gemacht. Es ist natürlich kein Telefunkensockel mit drei Stiften, sondern es ist ein Telefunkensockel mit drei Buchsen. Damit das Ganze dann noch korrekt ist. So, und dann verabschiede ich mich bis in ungefähr 18 Stunden. Zum letzten Teil. So, ich habe bereits am Neuberger die drei Röhren getestet und kann jetzt schon mal ein bisschen spoilern, weil das Video kommt erst am Schluss. Bei der AS1005 gab es keine Besonderheiten. Die Röhre ist zwar immer noch unbekannt, aber hat inzwischen ihr neues Zuhause gefunden. Nämlich das Lager L15. Zur Emission kann ich keine Aussage machen, da wie gesagt ich kein Datenblatt habe, aber die Röhre hat sich normal verhalten. Insofern sage ich, sie funktioniert. Dasselbe auch bei der RGN 4004, die auch voll funktionsfähig ist. Die verstaubt jetzt im Lager L19. Allerdings Probleme bei der RV 200, 339, 335. Ich weiß nicht, wieso ich den Namen dauernd falsch ausspreche, aber die Röhre hat ein Problem, nämlich sie hat Luft gezogen. Sie ist im Lager L15 und hat Luft gezogen. Der Anodenstrom ist viel zu hoch. So wie der Vakuumtest. Schlägt ebenfalls fehl, also der Strom schlägt nach oben und endlos aus.
Somit ist die Röhre de facto unbrauchbar. Schade eigentlich, aber ja. Aber das Ergebnis wird wieder gleich gezeigt. Was auch noch vergessen wurde, ist der Eintrag in meinem Log, dass natürlich es drei neue Röhrentypen gibt. Ganz praktisches Copy und Paste, neue Typen. Nämlich die AS1005, die RGN4004 und die RV335. Dasselbe auch dann im Logbuch. Und gestern war der 10.10.2023. Deutsche Sprache, schwere Sprache. AS 1005, RGN 4004, AV 335. So. Damit wäre jetzt alles eingetragen, was eingetragen werden sollte. Und jetzt kommen wir mal zum eigentlichen Schwerpunkt, nämlich dem Vorstellen der Röhren. Wir fangen an mit der RGN 4004. Das ist, wie gesagt, eine Zweiweg-Gleichrichterröhre von 1931. Das ist die Röhre im Bild, also im Betrieb. Sie hat aufgrund der Tatsache, dass pro System 300 mA bei 350 Volt geliefert werden können, gibt es zwei Brenner pro System, die als V-Wendel ausgelegt sind. Das sind beide Systeme. Die Röhre ist auch etwas schwerer und massiver als die typische RGN 1064. Das ist die Röhre ohne die Hilfsbeleuchtung. Optisch macht es schon was her, aber ob der Hype gerechtfertigt ist, weil auf den Aktionsplattformen bringt die RGN 4004 halt Unsummen. Und so sieht das Teil bei normalem Licht aus. Ich hätte eigentlich das Fenster auflassen können. Die Röhre ist wie gesagt etwas schwerer, hat deshalb auch eine Stabilisierung in der Mitte. Das ist dieser extra Pfeiler. Die Röhre ist auch sehr stark gegettert mit zwei Getterpfannen. Man sieht wie gesagt hier auch den typischen Quetschfuß. Wie gesagt, die Röhre ist 31 produziert. Hier ist der Pumpstutzen. Und die Röhre hat wahrscheinlich ab Werk zwei Löcher im Sockel, um Luftzirkulation zu gewährleisten. Wie gesagt, die Röhre wird mit 4 Volt bei 4 Ampere Heizstrom geheizt. Das sind 16 Watt. Und die Röhre wird sehr warm. Deshalb hat sich wohl Telefunken dazu entschieden, diese Löcher anzubringen, um halt Luftzirkulation zu gewährleisten.
Ob diese Belüftungslöcher auch bei anderen Typen existieren, kann ich nicht sagen. Dann ist noch eine Großaufnahme der beiden Getterpfannen und dem Loch. Das ist eine Seitenansicht der Röhre. Die Systeme sind mit einer Glasperle voneinander stabilisiert und isoliert. Hier sind die Wendeln des Heizers. Diese sind wie immer federnd aufgehängt, dass die Heizer immer gespannt sind, um zu verhindern, dass diese die Anode berühren. Das hier ist eine Anode in der Detailaufnahme. Das ist das Ganze von oben. Man sieht hier die federnde Aufhängung vom ersten System. Das hier ist das zweite System. Und die eingehängten Fäden, also die Heizer, beziehungsweise die beschichteten Heizer, weil die weiße Beschichtung ist das Bariumoxid, welches die emittierende Schicht darstellt. Noch mal ein bisschen eben der Seitenansicht und Blick in das Anodengehäuse. Die ach so tolle Mesh-Anode. Man sieht hier die Klimmerplatte, die das System hält, mit den typischen Brüchen, wenn die Platte mechanisch belastet wird, was ja beim Einbau passiert. Klimmer ist irgendwie Klimmer. Das ist ein Bild von der Aufhängung der Kathode. Man sieht, dass die Kathode in ein Röhrchen eingepresst worden ist und das dann gedreht und dann punktgeschweißt wurde. Das Ganze hier ist eine Detailaufnahme von der federnden Aufhängung. Ein Detail vom Stabilisierungspfeiler, sagen wir es mal so. Ich meine, es war da zu viel. Das ist der Sockel mit Loch. Die Röhre wurde von der Wehrmacht abgenommen. Mit der Bauaufsicht Luftfahrt heißt es, glaube ich, mit der Abnahmenummer der Einheit 716. Hier unten wäre das Datum zu lesen, oder sollte das Datum sein, aber es ist verwischt. Das ist der Stempel der Röhre. Das ist der Boden mit dem Telefunken-Produktionscode. Und das ist nochmal eine Detailaufnahme von der Getterpfanne sowie dem Pumpstutzen. Sowie der Glasperle, die die beiden Systeme stützt. Und das ist die Röhre, wie gesagt, im Betrieb. Bei Normalbeleuchtung.
und bei Hilfsbeleuchtung. Wie gesagt, die Bilder sind auf der Webseite nochmal detailliert zu sehen. Machen wir mal weiter mit der AS1005. Wie gesagt, zu dieser Röhre habe ich absolut kein Datenblatt. Alles, was ich jetzt am Neuberger eingestellt habe, war irgendwie komplett frei nach Schnauze. Oder wie mein Ex sagen würde, nach Gefühl. Die Röhre scheint eine Senderöhre zu sein für höhere Leistung. Das System ist mit Keramik aufgebaut. Die Anode besteht aus zwei Graphitplatten, die nicht massiv sind, sondern einzelne Platten sind, die man anscheinend mit hohlen Nieten fixiert wurden. Es ist eine Triode, direkt geheizt natürlich. Und die Kathode ist wahrscheinlich eine Merkt man das Alzheimer, es fällt mir das Wort nicht ein. Gut, aber jetzt wurscht hin oder her. Man sieht, wie gesagt, der Quetschfuß und die etwas dickeren Drähte für die Heizung. Die Aufhängung der Heizung ist hier. Hier sieht man die gespannten Drehentwicklungen der Heizung, das ist der Pumpstutzen und die eingequetschte Halterung mit einer, es müsste Asbest sein, welches die Röhre stabil hält und thermisch ein bisschen isoliert. Das ist eine große, oh, bin ich wieder zu schnell, das ist eine Großaufnahme vom Quetschfuß, Pumpstutzen und der Befestigung. Das ist übrigens Blech. Es ist übrigens eine Thoriumkathode oder wahrscheinlich eine Thoriumkathode. Hier ist eine Großaufnahme vom Typenschild. Wer Daten zur AS1005 von AEG hat, kann sie mir gern zuschicken. Meine Mailadresse ist in der Kanalbeschreibung, weil die einzigsten Daten, die ich gefunden habe, ist die Heizspannung, was da draufsteht. Alles andere ist, wie gesagt, komplett großes Fragezeichen. Das ist eine Detailaufnahme von der Aufhängung der Anode. Hier sieht man auch die federnde Aufhängung der beiden Kathoden. Diese sind auch als V ausgelegt. Auch hier wird die Kathode gespannt. Da sich wahrscheinlich um eine torierte Wolframanode handelt, Entschuldigung, Kathode handelt, ist sie sehr brüchig und bricht sehr schnell. Das Ganze ist hier aus Keramik. Also die Röhre ist sehr wertig aufgebaut, was mich zu dem Schluss bringen würde, dass diese entweder industriell oder militärisch benutzt wurde. Das ist die Röhre von der Seite. Und hier sieht man, dass die Anode aus zwei einzelnen Graphitplatten besteht, die wie gesagt über Hohlnieten verbunden wurden. Hier ist die Keramikhalterung des Systems.
Das hier ist der Verbindungsdraht für das Steuergitter. Das hier ist ein Versuch des Blicks in das System. Das ist das Steuergitter, das ist die Halterung des Steuergitters. Das ist die Halterung der Anode. Und hier ist die Verbindung des ersten, der, Entschuldigung, der Steuergitters. Hier ist eine Verbindung von der Heizung. Das Ganze von der anderen Seite. Hier ist der Pumpstutzen. Hier ist die Durchführung des Steuergitters durch den Pumpstutzen in die Welt, also sprich nach draußen. Die aufgestanzte wahrscheinlich Seriennummer. Hier ist die Fahne verbunden mit der Halterung. Hier ist die eine Durchführung für die Heizung. Auf der anderen Seite, die zweite Heizung sieht genauso aus. Hier ist die Aufhängung der Kathode. Diese ist nicht stabilisiert, das ist ein einfacher Haken, der die Kathode hält, also das V hält, während oben halt die federnde Aufhängung ist. Das ist jetzt die Rückseite. Hier sieht man jetzt die Graphitplatte etwas besser. Und noch die Hohlnieten. Ob das ein L sein soll, ein L wie links, weiß ich nicht. Hier so ein schöner Blick auf die federnde Aufhängung der beiden Halter für die Heizer sowie eine federnde Aufhängung für die Anode. Jetzt sieht man nochmal einen Teil des Steuergitters. Das ist das Ganze von unten. Hier sind die beiden Heizer. Hier ist die Befestigung und hier ist der Heizer eingequetscht. Hier ist der Haken, der den Heizer hält. Das Steuergitter. Hier ist der Durchgang vom Heizer. Hier ist die Verbindung des Steuergitters. Das ist der Sockel, wie gesagt, das ist Blech mit der Schraube, der das Ganze zusammenhält. Nochmal ein Versuch, das System etwas besser zu fotografieren. Man sieht, wie gesagt, hier die beiden Heizer. Das Haltegitter, Entschuldigung, das ist der Haltesteg. Das ist das Ganze von oben. Hier sieht man ein bisschen die beiden Haken, die Kathode spannen. Die Federn sind ein bisschen unscharf auf dem Bild. Dafür sind die beiden Anoden sehr gut zu sehen, also die beiden Anodenteile. Die Röhre scheint schon in Betrieb gewesen zu sein. Ich würde sagen, das hier sind Verfärbungen vom abgedampften Kathodenmaterial.
Das ist eine etwas bessere Aufnahme der beiden Haltefedern, also der Stabilisierungsfedern, der Spannfedern sowie der Anode. Das ist nochmal ein Detail vom Quetschfuß sowie der Konnektierung vom Steuergitter. Und die Verschraubung schon leicht korrodiert. Das ist ein Versuch, das Innere des Systems zu fotografieren. Das von der Seite. Man sieht nochmal den Haken, der die Kathode hält. Das ist das Ganze von unten. Die beiden Anschlüsse sind der Heizer und das hier ist das Steuergitter. Und nochmal eine Aufnahme von der Anode. Als letztes bleibt die RV 335 und dort gab es ein Problem, nämlich die Röhre hat Luft gezogen. Das kann ich schon mal spoilern. Zu der Röhre ist es die einzigste, witzigerweise, für die ich ein Datenblatt habe. Sie wird mit 12,6 Volt geheizt bei 1,2 Ampere halt Strom und ich wollte eigentlich als Testpunkte festlegen minus 30 Volt bei 300 Volt Anodenspannung sollte ein bisschen weniger als 90 Milliampere fließen. Also 90 Milliampere wäre wahrscheinlich minus 29 Volt und als zweiter Punkt habe ich minus 25 Volt ausgesucht, das ist ungefähr hier. Das sollte irgendwas um 120 Milliampere geben bei 300 Volt Anodenspannung. Weil wenn ich jetzt hier runter gehe, das hier ist ungefähr die 25 Volt Markierung, also das hier ist ein 15 Volt Drittel ungefähr hier. Das ist 15 Volt, 0 Volt. Und die Anodenströme waren viel zu hoch bei beiden Einstellungen. Ich habe danach probiert, oder ich werde es probieren, weil es ist ja jetzt auf diesem Video in der Zukunft. Mit 200 Volt Linie, auch dort waren die Anodenströme viel zu hoch. Und dann der Vakuumtest hat dann herausgebracht, dass die Röhre anscheinend Luft gezogen hat. Auch die negative Spannung hat sich entsprechend verhalten. Also die Spannung ist dauernd abgefallen und war sehr instabil, was auch ein Indikator dafür ist, dass die Röhre Luft gezogen hat. Schade eigentlich, weil das wäre die einzigste Röhre gewesen, die ich vernünftig hätte testen können. Naja, passiert. Trotzdem ist er optisch sehr schön. Die Röhre ist wie gesagt aufgebaut mit zwei Kathoden, indirekt geheizt, zwei Anoden und zwei Steuergitter, die intern parallel geschaltet sind. Und die Anode verfügt über entsprechend große Kühlfahnen, um eine Radiationskühlung zu gewährleisten. Und die Röhre wird im Betrieb auch gut heiß. Das ist das Ganze von der Seite. Man sieht hier die Kühlbacken der Anoden. Die Konstruktion erinnert mich etwas an die später entwickelte EZ150, die ein ähnliches Anodenkonstrukt hatte, auch für die Radiationskühlung.
Auch die Kathodenröhrchen sind sehr dick. Man sieht hier die Kathode, hier ist das Steuergitter. Der Quetschfuß, die Getterpfanne. Ist zu viel. Hier ist nochmal eine Detailaufnahme von den beiden Kathodenröhrchen, also hier und hier. Die Steuergitter. Die Kühlfahnen für die Steuergitter. Natürlich der Quetschfuß und der Pumpstutzen. Die Anode ist am Kolben Dom rausgeführt. Man sieht hier, wie gesagt, die Anodenbleche. Hier auch wieder die Kühlfahnen für die Steuergitter an der oberen Seite der Röhre. Also es gibt Kühlfahnen sowohl unten als auch oben. Das hier ist ein Detail von der Getterpfanne. Das ist ein Blick von oben auf das System. Also das hier ist die Konstruktion am Kopf der Röhre mit den Kühlfahnen. Das ist ein Versuch, die Anoden zu fotografieren. Nochmal Quetschfuß und die Getterpfanne. Hier ist nochmal eine Anode. Das ist die Röhre komplett. Sie verfügt, wie gesagt, über einen fünfpoligen Bajonettsockel, was das Testen auf dem Neuberger ein bisschen problematisch gemacht hat, weil dafür habe ich Bananenklemmen benutzt oder musste Bananenklemmen benutzen. Das Ganze von oben auf das untere System. Die Kühlbleche sowie die interne Parallelschaltung der beiden Systeme. Das Ganze von oben. Nochmal der Pumpstutzen und der Quetschfuß. Typenbezeichnung und die Seriennummer. Die Röhre ist wohl in der fünften Woche im Jahre 44 produziert. Das ist das Ganze von oben. Und der Bajonettsockel von unten. Da ich gerade von der EZ 150 gesprochen habe, können wir mal gerade uns die Bilder angucken. Habe, glaube ich, genau die Kathoden fotografiert. Die sind auch relativ dicke Dinger, weil natürlich ein hoher Strom fließt. Und die Konstruktion hat mich ein bisschen an die EZ 150 erinnert. Aber das war nur so als kleiner Gag am Rande. Und von der RV335 gibt es auch im Video gleich Bilder im laufenden Betrieb. Insofern war das jetzt die Vorstellung der Röhren. Und jetzt kommt der letzte Teil, nämlich die Röhren am Neuberger.
So, 22 Uhr und 37 Minuten bei 8 Sekunden. Etwas früher als geplant. Hier sind die drei Delinquenten, die RGN 4004, die RV 335 und die große Unbekannte, die AS 1005. Die werden wir jetzt, wie gesagt, auf den Neuberger stecken und schauen, ob sie funktionieren. Und der einzigste, für den ich das Datenblatt habe, die RV 335, ob das einigermaßen funktioniert. Und wir fangen der Einfachheit halber mit der RGN 4004 an. Die ist rein vom Gefühl schwerer als die normalen RGN 1064 und Co. Weil, wie gesagt, die kann maximal 300 mA und hat, wie gesagt, 4 Volt Heizspannung bei 4 Ampere Heizstrom. Deshalb auch, wie gesagt, die Lüftungsbohrungen. Komm, Fokus. Auf beiden Seiten des Sockels. Wenn man die Röhre gegen das Licht hält, sieht man, dass die Bohrungen durchgehend sind. Aber ich versuche jetzt erstmal die Röhre hier einzustecken. So. Wir brauchen, wie immer, Heizung ist Stift Nummer 1 und Stift Nummer 3. Die beiden Anoden sind Stift Nummer 2 und Stift Nummer 4. Laut Neuberger Datenblatt wird ein Lastwiderstand von 2,5 Kiloohm benutzt, im Messmodus G wie Gleichrichterröhre. Und bei 300 Volt im Rechtsanschlag sollten 75 mA fließen. Und da schauen wir jetzt mal, ob das hinhaut. So, die Heizspannung, die Heizung hat Durchgang. Die Heizspannung stelle ich jetzt mal vorsichtshalber auf den 6,3 Volt Bereich, weil die Röhre zieht, wie gesagt, 4 Ampere halt Strom. Das heißt, es muss eh nachgeregelt werden und der 4 Volt Bereich ist dann definitiv zu schwach. Deshalb gehe ich direkt ans Höher und tue hier schon mal die 4 Volt voranstellen. Wohl wissen, dass sie gleich eh nachgeregelt werden. Da ich die Röhre noch nicht in Benutzung hatte, weiß ich nicht, ob sie Luft gezogen hat. Deshalb, ich lasse die Anodenspannung jetzt mal am Anfang bei 0 Volt und regle diese langsam hoch. Tatütata im Hintergrund. Tütata, tütata. Gut, gehen wir einen Modus hoch und heizen die Röhre. Die Heizspannung ist wie vorausgesehen eingebrochen. Ich bin jetzt im 8 Volt Messbereich. Das ist die zweite von oben mal. Entschuldigung, das ist die untere. Blödsinn. Und stelle jetzt hier auf 4 Volt ein. Versuche die 4 Volt möglichst genau zu treffen. Und man sieht, die RGN 4004 hat zwei Heizwendel pro Anode, also pro System. Mal in die
berühmten Nachtmodus. Mach nochmal das Ampermeter nochmal aus. Und mit Hilfslicht die kleineren Röhren, also RGN 1064 und so weiter, haben nur eine Wendel. Diese hat zwei aufgrund der maximal 300 mA gleichgerichteten Strom pro System. Ampermeter an. So, machen wir weiter mit dem Test. Prüfen wir auf Kurzschlüsse. Gibt keine. Das heißt, ich schalte jetzt die Anodenspannung ein. Das ist 50 Volt. 12,4 mA, 100 Volt, 26,3, 150, 40,4, 254,4, 3, 250, 300 war schon schneller. Ich bin schon bei 300. Ich bin in der 500 Volt Skala. Und habe jetzt die 300 Volt eingestellt. Die Röhre sollte haben 75 mA. Sie hat 68,5. Und damit wäre sie noch im Gutbereich. Passt schon sehr gut. Fehler nervt. Wir haben 67 mA. Testen wir mal das zweite System. Das ist fast identisch. Somit kann man sagen, die Röhre funktioniert. Punkt 1 auf der Liste abgeschlossen. Die Röhre ist gut heiß. So, jetzt muss ich ein bisschen umbauen. Zum einen natürlich, der Lastwiderstand wird jetzt entfernt und wieder auf den normalen VW-Verstärkerröhre-Modus umgeschaltet. Die beiden anderen Röhren haben jeweils Sockel, die ich über die Krokodilklemmen anschließen muss. Das heißt, ich muss jetzt hier meine
Bananenstecker wieder einstecken. Ich brauche jetzt insgesamt ein Steuergitter, welches negativ ist. Ich brauche die Anode und ich brauche eine Kathode. So, ich muss gerade die Kamera wieder auf die Parkposition legen. Ich hoffe, der Fokus spielt mit, weil ich jetzt hier Unnötiges mache. Weil ich brauche zwei Heizungen. Ich brauche Moment, habe ich ein bisschen falsch belegt. Jetzt habe ich keinen Platz. Ich brauche ein Steuergitter, das ist blau. Ich brauche eine Anode, die ist rot, und später brauche ich auch eine Kathode, die ist schwarz. So, wir fangen an mit der großen Unbekannten, der AS1005. Ich hoffe, die ist im Bild. Der obere Anschluss, also der hier, ist das Steuergitter. Die beiden anderen sind die Heizungen. Das ist die Anode. Und wie bei allen Telefunken-Sockel passen Bananenstecker. Das ist nicht die beste Lösung, aber ich habe keine andere Wahl. So, ich hoffe, was war alles im Bild. Das ist die besagte Röhre. Die einzigste technische Information, die ich habe, ist der Aufdruck auf dem Kolben, nämlich Heizspannung von 10 Volt. Alles andere ist unbekannt. Auch ist unbekannt, ob die Röhre noch funktioniert, also sprich, ob sie Luft gezogen hat. Das heißt, ich werde jetzt die Anodenspannung sehr langsam hochregeln. Und auch mit der Heizspannung. Ich stelle jetzt die Heizspannung hier auf den kleinsten Wert, nämlich 0 Volt, und schalte diese langsam hoch. Dasselbe auch mit der Anode und mit dem Steuergitter. Wie gesagt, laut Klebelampe geht die Heizung, also hat Durchgang. Okay, ist eingeschaltet. Jetzt schalte ich die Heizspannung ein. 0,7 Volt. Und 0,2 Volt. Und 0,5 Volt. Und 2 Volt. 2,5 Volt,
Man sieht noch kein Glühen, aber auch noch keine Rauchfahne. Also scheint das Vakuum noch einigermaßen intakt zu sein, zumindest im Groben. Gehe auf 4 Volt. Da tut sich was. Kommt jetzt der Fokus nicht mit. Man sieht schon ein kleines dunkles Glimmen. Bin jetzt im 6,3 Volt Bereich. Das Glimmen ist heller geworden. Bin jetzt im 8 Volt Bereich. Ich drehe jetzt den Regler auf den Linksanschlag, auf den kleinsten Wert und schalte hoch auf den 13 Volt Bereich und stelle jetzt die Heizspannung auf exakte 10 Volt ein. Ich bin in der zweiten Skala von oben, der 2×10. Durch die erste Skala von oben, Entschuldigung, ach, die Brille, und stelle jetzt hier die 10 Volt ein, bin jetzt bei knapp über 5, die Röhre glüht schon ordentlich. Und bin jetzt bei 10 Volt. Die Röhre glüht. Damit scheint das Vakuum in Ordnung zu sein. Das Licht ist jetzt das reine Licht aus der Röhre. Die Kamera verfälscht ein bisschen die Farbe. Das Glühen ist etwas gelblicher. Mit Hilfsbeleuchtung. Die Glühfäden sind zu hell, um vernünftig abgebildet zu werden. Die Farbe, die jetzt zu sehen ist, entspricht ungefähr der Realität. So, wie ich schon gesagt habe, habe absolut keine technischen Daten über die Röhre. Das heißt, alles, was ich jetzt hier einstelle, ist mehr oder weniger experimentell. Und ich wähle jetzt mal als Gitterspannung im 10 Volt Bereich 10 Volt Gitterspannung, also minus 10 Volt. Muss natürlich noch die Preisprüfung machen. Habe ich schon gemacht. Es gibt keinen Kutsch. Ne? Jetzt, Entschuldigung. Es gibt keinen Kurzschluss, wie es aussieht.
habe minus 10 Volt im Gitter und schalte jetzt die Anode auf 50 Volt. Ich habe 1 mA Anodenstrom, 50 Volt, 100 Volt, 3,1, 150 Volt, 7,3, 200 Volt, 14,3, kommen wir eins weiter, 250 Volt, 500 Volt Skala. Volt minus 10 Volt Steuergitter und ich habe 16,6 mA und ich merke, die Röhre wird verdammt heiß. Ich hoffe, die brennt mir jetzt nicht die Steckkontakte weg. Ich regle jetzt mal langsam die Gitterspannung nach unten. Bin jetzt auf minus 9 Volt. Der Anodenstrom hat sich auf 18,8 erhöht. Bei minus 8 Volt habe ich 20,6 Milliampere. Bei minus 7 Volt 22,8. Minus 6 24,9. Minus 5, 27,1, 0,0. Minus 4, 29,3. Bei minus 3, 31,5. Minus 2. 34, bei 2 minus 1 35,9,8 und 0 38,4 mA. Bei 250 Volt Anodenspannung, die jetzt auch schon wieder eingebrochen ist natürlich, weil ich jetzt höheren Strom gezogen habe. Das heißt, wir regeln wir nochmal nach. Die Gitter machen wir auf 0, also 0 Volt jetzt. Und dann fließen insgesamt jetzt bei der richtigen Einstellung von der Anodenspannung, also 250 Volt und 0 Volt Gitter, 45,2
6 mA Anodenstrom. Bei 10 Volt Halsspannung, exakt 10 Volt Halsspannung. Gut, mehr kann ich jetzt hier nicht machen. Ich sehe, dass die Röhre funktioniert. Sie hat Steuerwirkung, das Vakuum ist intakt. Wer irgendwelche schlaue Informationen hat, welche Daten die AS1005 von der AEG hat, meine Mailadresse ist in der Kanalbeschreibung. Ich bin offen für Anregungen. Die Röhre wird jetzt wirklich sehr warm. Ich tippe mal drauf, das liegt an der Heizung. Machen wir weiter mit der RV335. Von der habe ich jetzt aber ein Datenblatt. Das Problem ist aber, auch das ist ein Bajonettsockel. Das heißt, ich muss jetzt hier auch wieder fliegend umbauen und die Kamera kurz in die Parkposition stellen. Die heiße Röhre auch. Ist wirklich warm. Ich stelle sie mal aufs Metall. Ich muss jetzt den Klemmen ihre Kontakte wiedergeben. Wir haben schon einen und das Steuergitter. So, Kontakt, die Regler sind alle auf 0. Gemäß dem Datenblatt. Ich weiß nicht, ob es jetzt im Bild ist. Ich sehe die Kamera nicht. Das Bild ist so. Sind das hier die beiden Heizer? Der mittlere ist die Kathode und das ist das Steuergitter. Das ist die Anode. Das Steuergitter ist bei mir, wie gesagt, immer das gelbe Kabel. Kathode ist das schwarze Kabel. Stimmt. Das Steuergitter ist hier. Ach, meine Nerven. Anode ist auf der Anode. So, das Ganze ist jetzt ein bisschen sehr fliegend aufgebaut. Muss ich noch mal kurz parken. Kathode hat sich auch schon gelöst. Ja, macht mich nur fertig.
geht. Heizung. Heizung. Das ist Kathode. Das ist Steuergitter. Und zuletzt die Anode, die ich jetzt so zugebaut habe, dass ich nicht rüber bekomme. So. Zumindest die Heizung scheint zu funktionieren. Laut Datenblatt hat die Röhre 12,6 Volt Heizspannung bei 1,2 Ampere Heizstrom und Nebenbemerkung, die Heizung sollte auf plus minus 3% konstant bleiben. Wir sind eh schon im 13 Volt Bereich. Ich stelle jetzt mal grob hier auf 12 Volt. Da die Spannung eh gleich einbrechen wird, wenn ich jetzt die Röhre heize. Anode und Gitter sind noch auf 0. Ich stelle jetzt erstmal die Heizspannung ein. Da das eine indirekt geheizte Röhre ist, folgt jetzt die Heizung natürlich etwas langsamer. Ich gehe mal auf 12 Volt und warte noch kurz, bis das Ganze sich bisschen eingeregelt hat. Und hätte dann ungefähr die 12,6 Volt. Die Röhre verfügt über zwei Kathodenröhrchen, die parallel geschaltet sind, ebenso auch die Steuergitter und die Anodenbleche. Wie es sich für eine Oxidkathode gehört, ist die Leuchtfarbe oder die Helligkeit tatütata. Wie bei den modernen Röhren sehr gering. Jetzt will ich jetzt mal kurz das Amperemeter ausmache. Die Kathode ist eigentlich sehr dunkel. Mit Hilfslicht. So, wir haben ein Datenblatt. Das heißt, ich muss jetzt nicht im Dunkeln rumstochern. Ich habe mir vorgenommen, bei minus 30 Volt Steuergitter und 300 Volt Anodenspannung, das ist die 300 Volt Linie, müsste ich bei minus 29 Volt oder 28,5 ungefähr 90 mA Anodenstrom haben und bei 25 Volt Gitterspannung und 300 Volt Anodenspannung ungefähr 120 mA. Ich stelle jetzt mal zuerst den
30 Volt Bereich ein. Dafür gehe ich für das Steuergitter auf den 50 Volt Bereich. Die 50 Volt Skala ist die obere. Stelle jetzt minus 30 Volt ein. Und da ich auch nicht weiß, ob die Röhre funktioniert, werde ich jetzt die Anodenspannung auch langsam erhöhen bis zum 300 Volt Bereich. So, 50 Volt. Hundert Volt, 150, 200, passiert irgendwie gar nichts, 250, passiert immer noch nichts, gehe ich mal davon aus, dass Kathode eingesteckt ist. Kathode ist auf 9. Sollte richtig sein. Kathode ist 9. Anode ist auch da. Ach, guten Morgen. Guten Morgen, liebe Sorgen. Wir haben was vergessen, nämlich das Durchschalten in den Messmodus und das Prüfen der Anschlüsse. So. Wir haben immer noch minus 30 Volt Steuergitter und immer noch 0 Volt auf der Anode. Und ich halte jetzt auf die 50 Volt Anodenspannung. Passiert noch nichts, ist nicht verwunderlich. 100 Volt, 0,6 Milliampere, 150, 11 Milliampere, 200, 33 Milliampere, 250, 62, 300. Ich stelle jetzt mal die 300 noch korrekt ein. Ich bin in der 500 Volt Skala. Das ist die zweite von oben. Ich bin jetzt schon zu tief. Ich muss einen Bereich höher gehen. Ich habe 186 Milliampere. Bei 300 Volt und minus 30 Volt. Ich halte mal gerade die Anode ein bisschen runter, dass man sein Wort versteht, weil das ist ein Krach. Das hier ist die 300 Volt Linie. Das sind minus 30. PDFs in 5 dpi Auflösung zu produzieren ist auch manchmal etwas suboptimal. Aber wenn es die Ideologie so will, ist es wohl richtig. Also wir haben hier minus 30 Volt, 90 Milliampere. 50 Milliampere jetzt schon. Wo sind wir? Da war ich, glaube ich, eins zu hoch.
Wir haben ungefähr knapp 250 Volt. Und das sind 300 Volt. Ich habe 170 mA bei minus 30 Volt Steuergitter. Volt. Die Heizung ist ein bisschen hochgelaufen. Ich habe es jetzt mal nachkorrigiert. Auf 12 Volt. Der Strom fällt aber nur gering. Schauen wir mal auf die 200 Volt Linie. Also entweder bin ich jetzt zu doof zum Datenblatt lesen oder irgendwas passt hier nicht. Ich bin im 250 Volt Bereich. Stelle jetzt auf 200 Volt Anodenspannung. Und wenn ich dieses Datenblatt richtig lese, müsste ich bei 19 Volt ungefähr die 60 mA haben. Ich bin jetzt bei ungefähr 25 Volt, also minus 25 Volt, und ich habe 52 mA. Und bei 15 Volt, gehen wir auf den Strich, also bei 15 Volt müssen es noch 90 mA sein. Das kommt, käme eher hin, 15 Volt. Nee, es passt aber auch nicht. Ich bin jetzt in der 500 Volt Skala, 200 Volt. Bei 15 Volt Steuergitter. Ich habe 123 mA. 152, Entschuldigung.
manchmal gerade den Krachmacher aus. Das ist doch 0 Volt. 0, 30, 60, 90. Die Hälfte sind 15, also 15, minus 15 Volt, 90 Milliampere auf der 200 Volt Linie. Neben dran ist ungefähr dasselbe. So, nochmal, wir haben Volt auf der Anode, 15 Volt auf dem Steuergitter. Und 160 Milliampere Anodenstrom. Bei 12,6 als 12 Volt. Hier werden es exakt 12 Volt. Die Röhre ist stärker als das Datenblatt. Mach mal was anderes. Ich habe einen Verdacht. Ich bin jetzt nochmal auf dem 200 Volt Bereich. Ich mache den Vakuumtest. Das ist das Problem. Die Röhre hat anscheinend Luft gezogen. Also laut Vakuumprüfung dürfte der Anodenstrom sich nur geringfügig ändern. Der ändert sich aber jetzt um fast 20 mA. Ich gehe mal davon aus, dass die Daten deshalb verfälscht sind, weil die Röhre nicht mal so ganz 100% Vakuum hat. Das würde auch die starke Diskrepanz vom Datenblatt erklären. Was sonst hätte ich jetzt keine Idee, was diese starke Diskrepanz auslöst. Das Getter der Röhre sieht eigentlich noch gut aus. Ja, was soll ich jetzt sagen? Lassen wir es mal so im Raum stehen, dass die Röhre einen leichten Vakuumfehler hat. Sie ist, wie gesagt, Mitte der 40er Jahre produziert, also auch nicht mehr so ganz taufrisch.
Gut, heute war es eine etwas längere Sitzung. Ich bedanke mich wieder für die Aufmerksamkeit. Und bis in die nächste Woche.